Heute sind wir im nördlichen Teil meines Wahlkreises in Ötesheim mit seinem historischen Ortskern. Für Ötesheim, für Korres, für Erlebach, für Schönenberg habe ich mich immer gerne eingesetzt. Wenn es darum ging, Bushaltestellen barrierefrei zu machen und da die Gemeinde zu unterstützen. Wenn bei irgendwelchen Sanierungsmaßnahmen das Regierungspräsidium einfach mal seinen Dreck in Ötesheim deponiert hat, ohne nachzufragen. Oder wenn es darum ging, beim Thema Lärmschutz auf der Westbahn, denn da ist der Ötesheim genauso betroffen, habe ich mich gerne für die Gemeinde eingesetzt. Und auch bei den Brückensanierungen in Ötesheim durfte ich aktiv werden. Leider war das nicht von so großem Erfolg gekrönt, denn Bürgermeister Hädel hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass in diesem Landesprogramm spezielle Bagatellgrenzen gelten und somit Ötesheim von der Förderung ausgeschlossen war. Aber nichtsdestotrotz, auch weiterhin werde ich mich dafür einsetzen, dass für Ötesheim die Landespolitik auch konkret mit Projekten sichtbar wird. Und nun freue ich mich, wenn Sie auch morgen mit dabei sind und wir ein weiteres Kläppchen unseres Adventskalenders öffnen.